Liebe Mainzerinnen und Mainzer, viele Monate mussten wir warten. Doch jetzt ist es endlich soweit. Die närrischen Tage stehen vor der Tür. Gemeinsam mit allen Närrinnen und Nachlesen freue ich mich natürlich auf den Höhepunkt der vierfarbbunten Jahreszeit. Das ist die Straßenfastnacht. Ausgelassen und friedlich wollen wir das in Mainz feiern. Trotz oder auch gerade wegen der vielen traurigen Nachrichten aus aller Welt bin ich überzeugt, dass wir Mainzer uns unsere heitere und auch ausgelassene Art zu feiern nicht verderben lassen. Und übrigens, wer fröhlich ist, der macht auch keinen Blödsinn. Highlight jeder Kampagne ist natürlich Rosenmontag. Ganz Mainz ist auf den Beinen und verwandelt die Innenstadt in ein farbenfrohes Meer. Nachdem uns im vergangenen Jahr Petrus einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, bin ich zuversichtlich, dass sich in diesem Jahr wieder dieser fröhliche und vierfarbbunte Lindwurm am Rosenmontag durch die Stadt schlängeln kann. Wenn wir nur alle fleißig unsere Teller leer essen, dann sollte es in diesem Jahr auch mit dem Wetter schön klappen. In diesem Jahr feiert eines der beliebtesten Fotomotive und eines der närrischsten aller Denkmäler in Mainz seinen 50. Geburtstag, der Mainzer Fastnachtsbrunnen. Im Jahr 1967 enthüllt ist der Fastnachtsbrunnen ein vergleichsweise junges Denkmal in unserer Stadt. Und doch, es ist nicht mehr wegzudenken aus dem Stadtbild. Mit seinen über 200 Figuren aus der Fastnacht und der Mythologie steht er als Symbol für die typische Mainzer Lebensfreude. Vater Rhein, der Mönch und der Mann mit dem Brett vor dem Kopf, die Katze, Till Eulenspiegel oder die Stadtgöttin Morgonzia, der Geldbeutelwäscher oder auch der Paragraphenreiter. Sie alle sind Beispiele für die Vielfalt der Fantasiemotive, die unseren Fastnachtsbrunnen bevölkern. Und sie bringen nicht nur das besondere Wesen der Mainzer Fastnacht, sondern mehr noch in einer unnachahmlichen Weise den Geist dieser traditionsreichen Stadt Mainz zum Ausdruck. Wenn ich am 11.11. auf dem Balkon des Oststeiner Hofes die fünfte Jahreszeit miteröffnen darf, dann blicke ich jedes Jahr mit Stolz auf unser beliebtes Fastnachtswahrzeichen. Die Fastnacht ist in Mainz eine historisch tief verwurzelte Institution, ein gewachsener und prägender Identifikationsfaktor für sehr viele Menschen. Und mit der politisch-literarischen Fastnacht kann Mainz zudem schon immer auf ein eigentypisches Alleinstellungsmerkmal verweisen, das weit in die Vergangenheit zurückreicht. Als das gemeine Volk humorig forsche Kommunikationsformen ersann, um der Obrigkeit kritische Worte mit auf den Weg zu geben. Die Mainzer Fastnacht ist in der gesamten Republik bekannt und beliebt. Deshalb bedauere ich es schon, dass man der Empfehlung der UNESCO-Expertenkommission nicht gefolgt ist und Fastnacht als nationales Brauchtum in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturgutes aufgenommen hat. Egal ob Karneval, Fastnacht oder Fasching, das bunte Treiben in der fünften Jahreszeit sollte in Deutschland zum immateriellen Weltkulturerbe erklärt werden. Wenn schon der Ostfriesentee in das Verzeichnis aufgenommen wird, dann sollte es die Fastnacht allemal werden. Unsere Fastnacht lebt vom ehrenamtlichen Engagement der Närrinnen und Nahlesen. Und erfreulicherweise sind zahlreiche Mainzerinnen und Mainzer stets bereit, sich für die Pflege unseres närrischen Brauchtums und den Erhalt unseres städtischen Hochfestes mit Humor, aber auch Durchhaltevermögen einzusetzen. Dafür will ich mich ausdrücklich bedanken. Ohne Ihren Einsatz wäre Mainz um eine wichtige Tradition ärmer. Und so wünsche ich uns allen viel Spaß beim gemeinsamen Feiern im Saal und auf der Gass und natürlich überall in der Stadt.